Nach der EU-Wahl ist vor der Nationalratswahl. SPÖ-Chef Andreas Babler ruft vom dritten Platz einen Dreikampf um die Nummer 1 aus. Geht sich das aus und welche Lehren kann man denn aus der EU-Wahl ziehen? Dazu jetzt im Studio SPÖ-Clubobmann Philipp Kucher. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Herr Kucher, bevor wir uns dem ganzen Thema SPÖ widmen, blicken wir doch auf die aktuellen Geschehnisse der Bundesregierung, die ja fast auf der Kippe stand. Umweltministerin Leonore Gewessler hat ja quasi im Alleingang dem Renaturierungsgesetz zugestimmt. Verstehen Sie Ihre Entscheidung? Na, inhaltlich hat sie recht. Ich glaube, es ist wichtig, sozusagen, weil sie nicht nur unser Land und die Umwelt schützt, sondern auch gut ist für Österreich und ganz Europa. Deswegen sind wir auf der inhaltlichen Ebene dafür gewesen, dass wir das in einer derartigen Art und Weise miteinander sozusagen nicht ausreden kann als Bundesregierung, wo man sich doch bekannt hat, gemeinsam auch im Klimaschutz was weiterzubringen. Das ist schon auch sehr schlecht für die Reputation von Österreich, dass inzwischen die Bundesregierung nur noch per Briefpost miteinander verkehrt, dass man sich gegenseitig Briefe schreibt nach Brüssel, dass da Ministerratssitzungen abgesagt werden, weil man sich nicht einmal mehr in die Augen schauen kann. Das ist schon schlecht einfach fürs Land, weil es ja große Probleme gibt, von der Teuerung bis zum Gesundheitssystem. Da würde ja jede Menge Arbeit warten. Dass man sich nicht einig war, das führt ja auf die Landeshauptleutekonferenz zurück, wo Wien und Kärnten zuletzt sich distanziert haben und dann doch für das Renaturierungsgesetz sich ausgesprochen haben. Jetzt hat ja Leonore Gewessler nicht zuletzt deshalb argumentiert, dass ihr eine Zustimmung damit irgendwie möglich wäre, rechtlich möglich wäre, obwohl es von der ÖVP nicht gewollt ist. Ist da also die SPÖ nicht auch mitschuld an diesem ganzen Regierungschaos? Nein, im Gegenteil. Gewessler hat uns doch lange Zeit ausgerichtet. Sie kann gar nicht, weil die Länder blockieren würden. Wir haben aber sozusagen gerade Kärnten und Wien sozusagen natürlich die Renaturierung auch unterstützt und den Umweltschutz. Also das Argument, was scheinbar vor den Europawahlen gegolten hat, hat dann plötzlich nicht mehr gegolten. Das war wahrscheinlich ein bisschen ein parteitaktisches Geplänkel auch aus Sicht der Grünen. Aber es geht hier wirklich um die Sache und es ist gut, dass wir sozusagen auch das Gesetz sozusagen mit Mindeststandards für ganz Europa auf die Reise gebracht haben. Ganz verstehen kann ich die Argumentation der ÖVP nicht. Auf der einen Seite sagen sie, wir sind eh schon so super in Österreich und da geht es nur um Mindeststandards, die vielleicht für Bulgarien und andere Länder gelten. Und wenn es das aber eh nicht betreffen würde, verstehe ich diese Schattenboxen der ÖVP nicht. Auch das dürfte leider eher dem Wahlkampf geschuldet sein, dass er sich jetzt gegenseitig in Stellung bringt. Aber das bringt uns halt das Land nichts weiter, weil die Leute wirklich andere Sorgen haben und es ja konkret um Lösungen für Österreich gehen würde. Aber wenn man für das Renaturierungsgesetz ist, auch in der SPÖ, warum hat man dann nicht gleich von vornherein in Kärnten und in Wien gesagt, wir stimmen dafür. Man hat ja anfangs eigentlich gesagt, man ist dagegen, dann doch dafür. Das kritisiert auch so eigentlich der SPÖ-Tiroler Landesparteichef Georg Dornauer, der dahinter eigentlich einen Wahlkampf vermutet von den eigenen Reihen. Warum war das so ein Hin und Her? Na gar nicht. Es hat noch Klarstellungen gebraucht. Die Länder sind sozusagen auch in der Landeshauptleutekonferenz zusammengesessen. Es hat inzwischen sozusagen europaweit diese Klarstellungen gegeben. Das war dann auch ausreichend für unsere Landeshauptleute. Und dann haben wir gesagt, sozusagen, da gibt es keinen Grund mehr sozusagen der Regierung in dieser Form die Mauer zu machen und hier sozusagen vielleicht die Ausrede auch zu sein, dass nichts weitergeht in dieser zentralen Frage. Also an uns ist es sicher nicht gelegen. Wir sind doch sozusagen sicherlich auf Seiten des Naturschutzes und des Schutzes in Wahrheit von Menschenleben auch in Zukunft. Und deswegen war es wichtig, dass die Ministerin jetzt hier agiert hat, dass die gesamte Regierung nicht geschlossen auftritt und dass man dann gegenseitig sich in Zweifel zieht und das Ganze nicht sozusagen im stillen Kämmerlein miteinander ausmacht, sondern auf offener Bühne europaweit sich gegenseitig Briefe schreibt. Das ist, glaube ich, für die Reputation unserer Bundesregierung und der gesamten Republik einfach nicht gut. Also ich sage jetzt nochmal, Dornauer ortet hier Wahlkampftaktik, das würden Sie jetzt nicht bestätigen. Er sagt da konkret, das ganze Spiel sei seit Wochen durchschaubar und hochparteipolitisch auf Wahlkampf ausgerichtet. Ja, aber das geht ja ganz klar, bitte dann in Richtung ÖVP und aber Grüne. Aber betrifft offenbar auch die eigenen Reihen. Also natürlich wird sozusagen gerade von Seiten der ÖVP, wir haben es ja gemerkt, sozusagen kurz vor der Europawahl, wie man versucht hat, hier auf hart zu schalten und sozusagen versucht hat, irgendwie zu blockieren und Ängste zu schüren. Das ist natürlich ein Wahlkampfgeplänkel. Und die Grünen, das ist sozusagen eher die Kritik in Richtung Werner Kogler. Ich meine, die haben ja alle möglichen Sideletter in der Regierung vereinbart. Da haben sich Kogler und Kurz scheinbar einiges ausgemacht. Da ist es um Posten gegangen bis hin zum ORF-Stiftungsrat. Da haben die Grünen alles reingeschrieben in diese Sideletter. Und scheinbar haben sie vergessen, auch den Klimaschutz in die Sideletter zu schreiben. Dann würde es nämlich diese Debatten nicht geben. Versprochen worden ist doch das Beste aus beiden Welten. Und dass man dann in der Regierung nicht einmal diese Kernpunkte weiterbringt, das ist leider schon auch traurig für Österreich. Ich rede ja gar nicht vom Klimaschutzgesetz, das seit mehr als 1000 Tagen fehlt. Ich rede nicht vom Klimaplan, wo wir das einzige europäische Land sind, dass das noch nicht abgegeben hat, europaweit. Also sind wir schon auch in diesem Bereich im Hintertreffen. Und wenn Dornauer meint, dass das ein taktisches Element ist, dann verstehe ich es, weil es natürlich den Grünen nach der Europawahl wichtig ist, jetzt nochmal einen auf kämpferisch zu machen und auch so zu signalisieren, dass man den Klimaschutz ernst nimmt.
stimmt. Und die ÖVP kann halt ein bisschen blockieren und gegen die Grünen sein. Das nutzt ihnen auch. Das ist dieses taktische Geplänkel, das Georg Dornauer meint. Jetzt stand am Montag kurz im Raum, dass es zu einem Ende der türkis-grünen Koalition gekommen ist. Nehmer sah bei sich aber die Verantwortung als Bundeskanzler für einen geordneten Weg, wie er gesagt hat, bis zur Nationalratswahl. Sind Sie letztendlich froh, dass es nicht zu einem Bruch gekommen ist? Naja, wenn man anschaut, dass der Ministerrat abgesagt wird und die Regierung die Arbeit einstellt, schauen wir uns an, wer sich das sonst ganz normal im Arbeitsleben so leisten könnte. Das sind hochbezahlte Minister, die es nicht einmal schaffen, dann zum Ministerrat zu erscheinen, wodurch jede Menge Probleme auch aufs Land warten. Stellen Sie sich vor, im Krankenhaus würden alle die Arbeit niederlegen, es würden die Straßenkehrer nicht mehr arbeiten, die Leute in der Industrieproduktion arbeiten. Das ist natürlich keine Arbeitshaltung auch für Österreich. Also da sind wir doch weit weg von einer Stabilität, die Nehammer angeblich verkörpert. Und der zweite Punkt, grundsätzlich zur Regierung, ja, es wird bald Neuwahlen geben. Die Bürgerinnen und Bürger werden dann die Entscheidung treffen, in welche Richtung sich unser Land entwickelt. Persönlich wäre es mir lieber gewesen, wenn die Regierung schon vor der Teuerungswelle den Hut genommen hätte, weil wir sind da wirklich europaweit leider als Schlechteste durch diese Krise gekommen. Wir waren Europameister bei der Teuerung, haben die höchste Inflationsrate in ganz Westeuropa gehabt und da hätte man schon was tun können. Beim Wohnen, beim Heizen, bei den Zinsen, bei den Lebensmittelpreisen, in all diesen Bereichen hat die Regierung einfach zugesehen, hat die Teuerung durchrauschen lassen. Und was bleibt, sind hohe Preise und eine gigantische Staatsverschuldung, die uns sozusagen auch die nächsten Jahre auch begleiten wird. Blicken wir auf die EU-Wahl. Die SPÖ hat bei der EU-Wahl ihr bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren. Nochmal 0,6 Prozentpunkte vom Wahlergebnis von 2019 verloren und erstmals auf dem Platz 3 gelandet. Der psychologisch wichtige Platz 2 ging an den Hauptverlierer, die ÖVP. Woran lag es aus Ihrer Sicht bei der SPÖ? Ja, ich habe da in der Frage nie herumgeeiert. Natürlich hätten wir uns über ein höheres und besseres Ergebnis gefreut. Was wir jetzt schon ganz klar sehen, ist, dass dass drei Parteien in Österreich an Abstand von 2% liegen und es wirklich jetzt in Österreich um ein Duell in Zukunft gehen wird. Auf der einen Seite hast du ÖVP und FPÖ. Da wissen wir, wenn die miteinander eine Mehrheit haben, dann hauen die sich auf ein Backel und dann heißt der nächste Bundeskanzler Herbert Kickl. Oder die Sozialdemokratie ist stark genug, dann werden wir miteinander sozusagen unser Land sozialer und gerechter gestalten. Mit der ÖVP vermutlich dann? Das wird der Frage der Mehrheiten sein. Wir haben es leider erlebt in Oberösterreich, in Niederösterreich und Salzburg. Überall, wo Schwarz und Blau eine Mehrheit haben, backeln die miteinander. Da ist es völlig egal, was dann vor der Wahl erzählt wird. Erinnern Sie sich nur an Johanna Mikl-Leitner, wie schnell die sich dann sozusagen auch den Freiheitlichen an den Hals geworfen hat. Das ist leider die traurige Realität. Wenn ÖVP und FPÖ eine Mehrheit haben, die Programme haben sie eh schon voneinander abgeschrieben, das ist ja fast schon ident, dann werden die miteinander eine Regierung bilden. Wenn die SPÖ stark genug ist und wenn wir das Vertrauen auch der Menschen bekommen, werden wir vom Gesundheitssystem bis zur Bekämpfung der Teuerung versuchen, wirklich unser Land wieder auf Vordermann zu bringen. Aber in Niederösterreich beispielsweise hat man es der ÖVP ja dann auch letztendlich leicht gemacht, zumindest aus ihrer Sicht. Es war einfach nicht vereinbar, die Forderungen von Sven Hergovich, er würde sich die Hand abhacken. Man hat keine andere Wahl, als mit der FPÖ zusammenzugehen. Wo kann man sich da jetzt sicher sein, dass das nicht dann bei der Nationalratswahl auch irgendwie so ein Spruch kommt? Weil es schon auch um Haltungen geht und dass man sozusagen auch nach der Wahl das tut, was man vor der Wahl versprochen hat. Und Sven Hergovich hat gesagt, er legt ganz konkret 5 Punkte vor. Die ÖVP hat gesagt, wir können nicht alles machen, was die SPÖ möchte. Bitte tut sich entscheiden für 5 Punkte und dann lasst die ÖVP das allen Ernstes wegen 5 Punkten scheitern. Was waren denn die Punkte, die so böse waren? Man hat gesagt, man muss den ländlichen Raum stärken und soll dafür sorgen, dass es wieder eine Bargeldversorgung mit Bankomaten in allen Gemeinden gibt. Das kann ja kein Grund für die ÖVP sein, dass sie dann mit den Freiheitlichen backeln. Oder die Forderung, dass wir schauen, dass wir in Niederösterreich, wo wirklich zu wenig weitergegangen ist, schauen, dass es flächendeckend kostenlose Kinderbetreuung gibt. In Ländern, wo die SPÖ regiert, in Wien, im Burgenland und in Kärnten, haben wir flächendeckend kostenlose Kinderbetreuung eingeführt. Das kann doch bitte kein Drama sein in Niederösterreich und kein Grund für die ÖVP sein, dass man dann sozusagen sich den Freiheitlichen an den Hals wirft. Also das ist aber, glaube ich, auch das Vorzeichen, was wir jetzt erleben. Man wird dann alles Mögliche als Grund finden. Wir fordern zum Beispiel, dass wir die Zweiklassenmedizin bekämpfen und dass es in Österreich wieder mehr Medizinstudienplätze gibt, dass es wieder in Zukunft auch mehr Kassenärztinnen und Kassenärzte gibt, dass man in einer ordentlichen Zeit auch einen Facharzttermin bekommt. Ja bitte, wenn das dann sozusagen auch für die ÖVP ein Grund ist, dass man sagt, mit den Roten kann man nicht reden, weil wir plötzlich sozusagen, weil wir uns gegen die Zweiklassenmedizin stemmen. Also so kann man, glaube ich, nicht agieren. Es geht schon um Haltungen und da geht es ganz konkret um das Leben von Menschen, ob es um kranke Menschen geht in der Gesundheitsversorgung oder man möchte, dass sozusagen alle Kinder die bestmöglichen Chancen bekommen und es einen kostenlosen Kinderbetreuungsplatz auch für alle gibt. Das sind schon auch Eckpfeiler einer sozialdemokratischen Haltung.
Kommen wir zurück zur EU-Wahl, denn unmittelbar nach der Wahl hat die ÖVP ein Kanzlerduell ausgerufen zwischen Nehammer und Herbert Kickl. Wird es eines geben? Dann hat sich auch SPÖ-Chef Andreas Babler zu Wort gemeldet und gesagt, naja, ich mische da auch mit, das wird ein Dreikampf werden. Wieso ist man sich denn da so sicher, dass man da Babler auch einen Platz hat in diesem politischen Ring? Aus zwei Gründen. Wir wissen, und das ist Aufgabe in den nächsten Monaten, dass sich die Hälfte der Menschen in Österreich wünscht, dass die Sozialdemokratie in Zukunft wieder Verantwortung in der Regierung übernimmt. Und wer das möchte, muss die Sozialdemokratie auch bei den nächsten Wahlen wählen. Und das wird unsere Aufgabe sein, das in persönlichen Gesprächen auch darzustellen, was sind unsere Pläne fürs Land, fürs leistbare Leben, für leistbaren Wohnraum, gerade ein ganz wichtiges Thema, bis hin zur Gesundheit und zur Pflege. Und das ist sozusagen unser Angebot, das wir stellen wollen. Und der zweite Punkt ist, dieses Schattenboxen zwischen ÖVP und FPÖ ist doch wirklich ein Schmäh. Nehammer hat alles kopiert in Wahrheit von der FPÖ, die schreiben sich gegenseitig die Anträge ab und das ist in Wahrheit eine Partie. Und wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt, ich habe gerade die Beispiele auch den Ländern dargestellt, wenn ÖVP und FPÖ miteinander eine Mehrheit haben, heißt der nächste Bundeskanzler Herbert Kickl und deswegen ist jede Stimme für den Karl Nehammer auch eine Stimme für Herbert Kickl als Bundeskanzler. Egal, was er jetzt vor der Wahl sagt. Wir kennen durch die ganzen Sprüche, sozusagen, die ÖVP jetzt auch heute bringt aus der Vergangenheit. Sie wissen, es hat Wolfgang Schüssel gegeben, der hat einmal gesagt, wenn er Dritter wird, dann geht er in Opposition. Dann hat er sich zum Bundeskanzler wählen lassen, gemeinsam mit den Freiheitlichen. Also es geht bei denen so schnell, wenn man sich die Programme anschaut, sind die beim Café in 5 Minuten mit dem Regierungsprogramm fertig. Schauen wir mal, ob es dann tatsächlich so kommt. Derzeit warnt man ja auch seitens der ÖVP wirklich zentral vor Herbert Kickl. Das würde man jetzt ihm eigentlich nicht so abkaufen, einem Karl Nehammer, dass da dann danach ein Zusammenschluss möglich ist. Ja, aber die ÖVP war nie ein Bollwerk gegen die Freiheitlichen, sondern war in Wahrheit immer der Türöffner. Die haben jedes Mal in der Regierung miteinander gebackelt, sind auf Kuschelkurs gewesen, ob es Strache und Kurz war damals sozusagen auch. Kickl war ja Teil der Regierung, hat dort hervorragend zusammengearbeitet mit Nehammer, obwohl real wenig weitergegangen ist, gerade so im sozialen Bereich, in der Politik, dass es der breiten Masse, der Bevölkerung gut geht, unser Mittelstand. Also die haben immer wieder zusammengearbeitet, immer wenn sie eine Mehrheit haben. Und es wird auch in Zukunft so sein. Und diese Ehrlichkeit würden wir jetzt einfach davor erwarten. Es wird danach wahrscheinlich nicht mehr Nehammer diese Fragen beantworten müssen. In der ÖVP gibt es ja im Hintergrund schon Gespräche, ob Ed Stadler die Partei übernehmen wird, Finanzminister Brunner. Es gibt einige in der ÖVP Niederösterreich, die froh wären, wenn Johanna Mikl-Leitner nach Wien wandern würde. Also die gibt es ja im Hintergrund bei der ÖVP schon einen Tauziehen. Und wenn die eine Mehrheit haben, werden sie miteinander backeln. Das ist die Wahrheit und das sollten wir den Menschen in Österreich auch davor sagen. Bleiben wir bei der EU-Wahl. Danach hat sich dann auch Georg Dornauer, Tirols SPÖ-Chef, haben wir vorhin schon erwähnt, gemeldet und für einen klaren Migrationskurs, klarer Fokus auf Migration und Sicherheit ausgesprochen. Auch der Steirer Anton Lang betonte, die Migrationsfrage, die müsste man bei der SPÖ viel, viel stärker stellen und dann hätte man eine Chance auf Platz 1. Heißt es, Sie haben dann geantwortet, ja, wir refreshen, wir überarbeiten das Migrationspapier, Kaiser-Doskozil-Papier. Was wird das jetzt für ein Refreshment sein und braucht es überhaupt? Ja. Ich glaube, das ist etwas, wo man sozusagen einfach wir als Partei einfach noch Hausaufgaben haben. Das Spannende ist ja, die einzige Partei in ganz Österreich, die wirklich zur Frage sozusagen der Zuwanderung, zur Flucht, Migration und Integration ein klares Konzept erarbeitet hat, ist die SPÖ. Wir haben da das Kaiser-Doskozil-Papier als Grundlage, wo wirklich sozusagen glasklar festgehalten ist, was wir machen könnten. Wären zum Beispiel die Eckpunkte umgesetzt worden des Kaiser-Doskozil-Papiers, hätten wir allein im letzten Jahr 75% weniger Asylanträge in Österreich gehabt, weil wir auf eine faire Verteilung auf ganz Europa beharrt haben, weil wir geschaut haben, dass es Rückführungsabkommen gibt, dass es Verfahrenszentren an den Außengrenzen gibt, Integration ab dem ersten Tag mit Deutsch- und Wertekursen. Also wir haben da ein umfangreiches Konzept vorgelegt, aber es ist sozusagen scheinbar zu breit auch formuliert und deswegen müssen wir das klarer fassen. Und da gibt es halt bei uns immer diese Eckpunkte, Menschlichkeit auf der einen Seite und natürlich auch Spielregeln und Ordnung auf der anderen Seite. Also Menschlichkeit und Ordnung. Ich habe mir das Papier ein bisschen durchgelesen. Da steht drin beispielsweise, das gilt Integration vor Zuzug. Ja. Das ist ja eigentlich, könnte auch von der ÖVP kommen. Es ist nur sehr, kann man sehr breit gefächert jetzt auffassen. Wie will man das in Zukunft klarer kommunizieren, dass das auch bei den Wählerinnen und Wählern ankommt?
indem wir es einfach tun und ich sozusagen versucht einfach zu formulieren, sie haben scheinbar sozusagen nachgelesen und sozusagen sich die Zeit genommen, aber natürlich kannst du nicht mit 100 Seiten ins Gasthaus gehen und dann sozusagen dort eine Lesung am Stammtisch veranstalten, sondern es geht schon auch um die Zuspitzung. Die Inhalte sind fundiert auch gemeinsam über Monate hinweg entwickelt worden mit Hans-Peter Doskozil und Peter Kaiser und jetzt geht es einfach darum, dass man sozusagen dieses Papier mit Integration vor Zuzug auch breit und öffentlich kommunizieren kann. Das ist sozusagen die zentrale Aufgabenstellung, vor der wir gemeinsam stehen. Nach der brutalen Attacke in Mannheim auf einen Polizisten gab es auch Meldungen zum Migrationsthema. Mhm. Zuerst hat sich da der deutsche Bundeskanzler von der SPD, Olaf Scholz, dafür ausgesprochen, dass solche Täter, die so etwas Schreckliches machen, nach Afghanistan oder auch nach Syrien abgeschoben werden können. Und Sie haben dann kurz danach auch in einem Interview gesagt, das wäre oder ist auch für die SPÖ eine Option. Das sind ja, Worte oder Abschiebungen hat man eigentlich noch nie so in der Form kommuniziert, schon gar nicht nach Afghanistan. Da hat es früher eigentlich ganz andere Meldungen gegeben von der SPÖ. Woher kommt denn dieser Sinneswandel? Ich glaube, das ist geltendes Recht und dazu stehen wir einfach. Also wer Terrorismus begeht oder bejubelt, muss auch die vollen Konsequenzen unseres Rechtsstaates tragen, von harten Gefängnisstrafen bis hin zur Abschiebung. Und Olaf Scholz hat vorgeschlagen, dass man als ersten Schritt überprüft, sozusagen Syrien und Afghanistan die Sicherheitslage. Das macht gerade auch das deutsche Außenministerium. Und dass man parallel dazu mit den Nachbarstaaten über Rückführungsabkommen verhandelt. Und da geht es mir ganz konkret, weil Sie sozusagen unsere Positionen angesprochen haben. Mir geht es nicht darum, dass wir sozusagen nur irgendwas versprechen und dahinreden, wie es ÖVP und FPÖ gemacht haben, sondern es geht ganz konkret darum, dass man diese Frage auch pragmatisch löst. Das letzte Rückführungsabkommen, das Österreich geschlossen hat, stammt aus dem Jahre 2011, noch unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Werner Faymann. Und der Kickl hat auch in der Bundesregierung in der Frage gar nichts weitergebracht, außer auf den Tisch zu hauen und irgendwie anzukündigen. Und ich glaube, das ist ein schwieriges, ein ernstes Thema. Da braucht es europaweit endlich sozusagen auch eine faire Verteilung und faire Spielregeln. Aber das muss man auch lösen und in Angriff nehmen. Nur mit reiner Showpolitik, wie wir es jetzt jahrelang erlebt haben, wird gar nichts passieren. Also ich mache es ganz konkret. Ich weiß nicht, wie oft Sebastian Kurz die Balkanroute geschlossen hat und da hat es ja dauernd Pressekonferenzen gegeben und da hat er alles Mögliche versprochen. Passiert ist gar nichts. ÖVP und FPÖ haben im Jahre 2018 eine ganze Ratspräsidentschaft, wo Österreich europaweit den Vorsitz gehabt haben, nur unter den Titel gestellt Migration. Und ich weiß nicht, ob Sie sich an eine einzige konkrete Veränderung erinnern können, ob da irgendwas passiert ist. Das sind alles nur Ankündigungen, viel Blabla. Es geht hier in dieser Frage wirklich um Lösungen. Und wenn Sie die Integration früher der ÖVP angesprochen haben, dann ist schon der Unterschied, dass wir konkret was tun mit einem verpflichtenden Integrationsjahr ab dem ersten Tag, wo es um Deutschkurse geht, um sozusagen Wertekurse, dass man auch die österreichische Verfassung und Kultur auch kennenlernt und auf der dritten Ebene natürlich sozusagen auch arbeitsmarktbezogene Maßnahmen, dass die Menschen dann so schnell wie möglich auch am Arbeitsmarkt unserem Land etwas zurückgeben können. Aber die Wiener SPÖ hat sich ja eigentlich letztes Jahr erst für einen Abschiebestopp nach Afghanistan gefordert und das kritisiert auch die ÖVP jetzt wahrscheinlich zu Recht, dass das irgendwie ein Hin und Her ist und wie glaubwürdig das jetzt ist seitens der SPÖ. Nein, das ist ja sozusagen keine politische Frage, also einerseits zu prüfen, das passiert auf der ganzen Welt sozusagen für jeden Staat, da geht es um die Sicherheitsbeurteilung vor Ort, sozusagen sowohl in Syrien, Afghanistan und allen Ländern dieser Welt. Das ist Aufgabe des Innenministeriums und des Außenministeriums und die Entscheidung fällen dann unabhängige Richterinnen und Richter. Aber ganz konkret zu sagen, wie Scholz sagt, wir sollen einfach mal prüfen, wie die Sicherheitslage vor Ort aussieht und parallel ganz konkret Rückführungsabkommen schließen mit den Nachbarstaaten. Das ist ein konkreter Vorschlag hier für diesen Bereich. Und da sagen Sie ja, das trägt auch die SPÖ mit bei schwerstkriminellen Verbrechen und so weiter. Ja. Gut, wir kommen noch zu einem anderen Punkt, denn die Frage, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, das Migrationsjahr, Integrationsjahr, das gilt jetzt auch für Junge. Oder? Ja. Da ist jetzt was geplant. Was genau, wie schaut es da aus? Nein, wir haben sozusagen dieses Modell vorgelegt. Das eine ist wirklich, dass man konkret auch die Angebote legen muss, die sozusagen dann auch verpflichtet wahrgenommen werden, dass man die deutsche Sprache lernen kann. Das ärgerte mich bei ÖVP und FPÖ, dass die all das einfach gestrichen haben, dass sie sozusagen alle Deutschkurse gestrichen haben, dass es keine arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen gibt, dass die Leute keine Lehrlingsausbildung machen zum Beispiel, dass es keine Wertekurse gibt. Das ist dann halt alles nur Schmafu und gar nichts zu tun. Die Angebote, die wenigen, die wir gehabt haben, dann einfach zurückfahren und zerschlagen und sich dann zu beschweren, dass da ein Chaos herrscht, das ist sozusagen einfach Politik, die finde ich unanständig. Es geht ganz konkret um Lösungen in dieser Frage. Und deswegen haben wir dieses verpflichtende Integrationsjahr auch in der Herz- und Hirnrede vom Andi Babler verankert, dass all die Menschen sozusagen, die persönlich verfolgt sind, sozusagen unter einen Asylgrund haben, dass die wirklich ab dem ersten Tag Deutsch lernen, unsere Werte kennenlernen und mit Arbeitsmarkttrainings konkret sozusagen auch
der Republik wieder was zurückgeben können. Was machen Sie denn mit jenen, die sagen, naja, das interessiert mich nicht, ich nehme da nicht daran teil oder schwänze das? Aber das gilt zum Beispiel wie sozusagen bei allen anderen arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen. Das ist eine verpflichtende sozusagen Vorgabe auch der Republik. Das wäre dann eine Grundlage. Und sollte sozusagen hier nicht teilgenommen werden, würde es natürlich auch Leistungskürzungen geben. Mhm. Aber real haben wir ja eher wirklich das Problem, dass es Leute gäbe, die wollen ja sozusagen dann die deutsche Sprache kennenlernen. Wenn du irgendwie in Österreich unterwegs bist, du möchtest ja kommunizieren können. Und der Punkt ist ja, dass es heute diese Angebote gar nicht flächendeckend gibt. Das ist wirklich eigentlich ein Drama, dass man zusieht, dass in diesem Bereich sozusagen nichts weitergeht. Und das wäre schon die Aufgabe der Politik, nicht nur zu schimpfen, was alles irgendwo ein Chaos ist und nicht funktioniert, sondern die Politik wird doch dafür bezahlt, für konkrete Lösungen. Mhm, da hatten wir jetzt eh auch zuletzt das Problem mit dem Familiennachzug. Mhm. Lehrergewerkschaften haben sich da gemeldet. Einerseits gibt es kein flächendeckendes Deutschprogramm. Ja, in Schulen wird es dann vereinzelt angeboten. Aber hier haben zum Beispiel die Gewerkschaften auch gesagt, naja, die Communities, wo nicht Deutsch gesprochen wird, die sind mittlerweile so groß, dass viele gar nicht mehr den Sinn sehen, überhaupt Deutsch zu lernen. Ich glaube sozusagen, dass das gerade im Schulbereich eine große Herausforderung ist. Und da reden wir in Wahrheit auch in Österreich seit Jahren, dass man wirklich mit mehr Supportpersonal, mit sozusagen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sozusagen auch gezielter einzelner Förderung von allen Schülerinnen und Schülern sozusagen einfach stärker agieren müssen. Da haben wir schon große Hausaufgaben noch zu machen im Bildungssystem. Aber es ist leider die Warte, wo man halt merkt, in einer Situation, wo es zugespitzt ist, sozusagen kommt natürlich auch ein System, wo man jahrelang zu wenig reformiert hat, an die Grenzen. Die letzten großen Reformen im Bildungsbereich hat Sonja Hammerschmidt als Bildungsministerin noch eingeleitet und seither gibt es in dieser Frage eigentlich nur Stillstand. Mhm. Ich erinnere mich, dass einmal ein ÖVP-Bildungsminister beim Antritt gesagt hat, er wüsste nicht, welchen Mehrwert Sozialpädagogen in der Schule leisten können sollten. Also das haben wir schon irgendwie jahrelang weggesehen in diesem Bereich und haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler im Stich gelassen, sondern auch die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer. Da ist schon deutlich mehr zu tun in diesem Bereich. Herr Kucher, vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Boom, boom, boom.